Weihnachten rückt immer näher und für die, die noch kein Geschenk haben, wird der Druck immer größer. Womit soll man dieses Jahr wieder seinen Liebsten überraschen? Soll es etwas Elektronisches sein oder doch lieber ein Parfum? Center-Manager Peter Schneider weiß, was bei Frau und Mann besonders gut ankommt. Die klassischen Geschenke sind bei den Damen bevorzugt, so zum Beispiel die Düfte, da insbesondere die Klassiker oder aber auch Uhren, Schmuck, Juwelen, Dessous, eben alles, was die Damen lieben, wird von den Herren gerne gekauft. Die Herren freuen sich da eher über Männerspielzeug. Das ist vielfältig. Klassischerweise nicht die Jeans, sondern technische Sachen. In unserem Technikmarkt laufen besonders gut Tablet-PCs, Fernseher, Handys, Videospiele und natürlich alles, was mit Technik zu tun hat. Ah ja, also fassen wir noch einmal zusammen. Frau wünscht sich... Schön Parfüm, ne? Das liebt sie über alles. Ne? Wenn man sich das immer nicht selber kauft, sowas lässt man sich gerne schenken. Also ich habe mir von ihm gewünscht jetzt etwas Persönliches, was mich mit ihm verbindet. Parfüm, Gutschein für die Klamotten und viel Liebe. Und das starke Geschlecht steht diese Weihnachten besonders auf. Also ja, eigentlich eher Parfüm oder Techniksachen als kleine Schnickschnack-Sachen. Ja. Ein bisschen Parfüm oder so, das ist mal ganz okay. Oder Gutscheine. Parfüm, Gutschein. Immer Männer stehen also für Spielzeuge, eher so PS3 und Xbox, auf sowas stehen ja Männer immer. Ein gefragtes Geschenk für beide Geschlechter ist neues Auto. Schönes Auto. Neue Auto. Wenn's weiter nichts ist, auch die Kleinen dürfen diese Weihnachten nicht zu kurz kommen. Die wünschen sich vor allem etwas zum Spielen. Star Wars. Lego Star Wars und ein Playmobil-Piratenschiff. Ich wünsche mir McQueen in meinen Weihnachten. Und McQueen ist ein Auto. Dinosaurier, Fleischfresser, Puppen, und Puppen. Die reiferen Herren und Damen sind da nicht mehr so anspruchsvoll. In unserem Alter braucht man ja auch nicht mehr, ne? Und was man braucht, das holt man sich, ne? Und für die junge Leute ist es genauso. Wissen Sie, die haben so eine Wünsche, das kann man geldlich gar nicht bezahlen. Es ist so, früher hat man sich über Kleinigkeiten gefreut, über eine Tafel Schokolade oder auch Kinder, für die Kleinkinder. Und ich bin der Meinung, Weihnachten ist nur für Kinder. Ob für Kinder oder Erwachsene, ein absolutes Geschenke-No-Go ist. Ein Pullover von meiner Oma. Da war ich noch klein, aber der war ziemlich pottenhässlich. Socken? Ja. Ich habe auch schon mal hier einen Weihnachtsstern gekriegt. Der war gut, ja. Meine Oma hat mir mal einen Weihnachtsstern geschenkt. Ja, das war schon sehr schrecklich, ja. Das war eine Verwechslung. Also ich hab das Geschenk von meiner Cousine bekommen. Ja, und das war halt so eine Barbie halt. Und das, ja, das war das Schlimmste. Ich habe sie trotzdem behalten, ja. Aber egal, was zum Schluss unterm Weihnachtsbaum liegt, das Wichtigste ist doch, dass es von Herzen kommt.